Die Herausforderungen an das Bauen sind im Alpenraum sehr hoch. Von großer Hitze und Kälte über Starkregen bis zu hohen Schneemengen und Sturmereignissen sind fast alle Wetterextreme vertreten. Der Klimawandel verschärft diese Umstände zusätzlich. Das Netzwerk Alpines Bauen mit den Partnern in Salzburg, Tirol und Bayern nimmt sich diesen Herausforderungen an, denn die Bauwirtschaft ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Konjunkturmesser, von dem viel abhängt. Wir haben rund 2000 Betriebe, fast 23.000 Beschäftigte im Bau- und Baunebengewerbe und sehr viele kleine und mittlere Unternehmen auch, die natürlich in einem heftigen Wettbewerb auch mit der großen Bauindustrie stehen, auch einer Bauwirtschaft, die von außen hereindringt, die hier Beschäftigung sucht, aus Regionen kommend, wo es eben nicht so gut geht. Und das ist wichtig, dass wir innovativ sind, dass wir den neuesten Anforderungen an Klimaschutz, Energieeffizienz, im gesamten Bereich Heizen, Wohnkomfort entsprechen können, kostengünstig produzieren können, Mitarbeiter gut ausbilden. Und daher kann ich nur sagen, dieses Netzwerk, das da jetzt gegründet wurde, Forschungspartner an Bord zu holen, aus der Wirtschaft, auch von Universitäten, Fachhochschulen, von der öffentlichen Hand, gemeinsam mit der Bauwirtschaft Dinge weiterzuentwickeln, das ist genau der richtige Weg und der soll beschritten werden. Um die angesprochenen Innovationen und den nötigen Wissenstransfer sicherzustellen, wurde vom Land Salzburg und der Landesinnenbau eine Forschungsstelle an der Salzburger Bauakademie eingerichtet. Bisher hat man sich an 16 Forschungsprojekten beteiligt, etwa an der Bauteilaktivierung, am Ziegelbau Zukunft und am alpinen Bauen. Hier an der Bauakademie sehen Sie 5 Gebäude, die exakt den gleichen Rauminhalt haben, die sich von der Materialität unterscheiden, also Beton, Ziegel und Holz, und die mit bis zu 150 Messsensoren ausgestattet sind. Das Modell läuft insgesamt sehr erfolgreich, weshalb ich dabei bin, mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern und mit der Bundesinnung Bau dieses auf ganz Österreich auszudehnen. Ein sehr erfolgreiches Projekt war die Forschung zur Bauteilaktivierung, also wie man Bauteile zur Beheizung und Kühlung eines Gebäudes einsetzen kann. So wurden in Zusammenarbeit mit Energie- und Heizungsexperten Harald Kuster mehr als 40 Gebäude im Bundesland Salzburg mit Bauteilaktivierung ausgestattet. Ein Vorzeigebau ist das Gemeindezentrum in Hallwang, das 2013 fertiggestellt wurde. Es war spannend, nämlich ein Haus zu bauen, das nicht nur als Kultur- und Veranstaltungszentrum Verwendung findet, sondern auch als Kraftwerk. Und das hat uns fasziniert, die Idee. Wir haben gesagt, das probieren wir. Es gibt erste Erfahrungen in dem Bereich. Und wir haben diese Idee dann umgesetzt und sind also damit ganz begeistert, weil es bestens funktioniert. Wir haben ein Haus, das, wie gesagt, unwahrscheinlich viel Wärme abgibt, Energie abgibt, aber auch klimatisch hervorragend ausgestattet ist. Und wir sind, wie gesagt, sehr glücklich. Wir haben keinerlei Betriebskosten. Im Gegenteil, das Haus wirft also auch bereits leichte Gewinne ab. Immer mehr Beachtung findet der Baustoff Holz. Die Salzburger Holzbaubranche ist Vorreiter bei der Forschung, vor allem wenn es um die bauphysikalische und ökologische Bewertung des Werkstoffes Holz geht. Schwerpunkt Forschung war in den letzten 3 Jahren ein gemeinsames Projekt, gemeinsam Holzcluster und die Landesinnung Holzbau. Aufgabe war, die heutigen Anforderungen von Holz in wärmetechnischer Hinsicht zu überprüfen. Aus Praxis und Erfahrung wissen wir, dass Holzbauten rund 30% oder ein Drittel weniger Energie brauchen als in den theoretischen Berechnungen. Und da war der Grund, die Ursache dazu zu finden. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend und wir befinden uns nun in der Umsetzung mit Gesprächen mit Land und Landespolitik. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie Smart Building prägen die Zukunft des alpinen Bauens. Sie wirken sich auch auf Raumordnung und Städteplanung aus. Hier kommen die Ziviltechniker und Architekten ins Spiel. Wir Architektinnen leisten natürlich dafür einen wesentlichen Beitrag durch unsere Expertise in Planung und Qualitätssicherung und nehmen natürlich in Raum- und Stadtplanungsfragen sowie mit unserer gebauten Umwelt maßgeblich zu einer effektiveren, effizienteren und nachhaltigeren Nutzung unserer Ressourcen wesentlichen Anteil.
Mit dem effizienten Ressourceneinsatz befasst man sich auch am Campus Kuchl der Fachhochschule Salzburg. Die neuesten Forschungen und der aktuelle Stand der Bautechnik werden in den Studiengängen Holzbau und Holztechnologie und dem Studiengang Smart Building gelehrt. Smart Building beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema nachhaltiges Bauen und der energieeffizienten Gebäudetechnik. Wir versuchen hier gemeinsam mit der Salzburger Wirtschaft aktuelle Fragestellungen aufzugreifen und diese im Rahmen von Forschungsprojekten zu lösen. Wir haben hier gemeinsam mit der Firma Ehrenreich im Lungau ein neuartiges, energieeffizientes Fertigteilhausprojekt entwickelt und auch zum Beispiel im Bereich Stadtplanung gemeinsam mit der Stadt Hallein und der Stadt Salzburg entwickeln wir Stadtteile mit den Wohnbauträgern. Diese anwendungsorientierte Zusammenarbeit zwischen den Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft ist die Grundlage für den Erfolg der heimischen Baubranche. Die Expertise und das Wissen der Forschungseinrichtungen sollen für die regionalen Wirtschaftstreibenden über Forschungs- und Transferzentren besser zugänglich gemacht werden. Bauen wird immer komplexer. Das wird auch sehr stark getrieben von den Ansprüchen, sei es Klimawandel, Energieeffizienz, Nutzeransprüchen, Wohlfühlen im Gebäude, modernes Design. Und hier ist es immer wichtiger, unterschiedliche Disziplinen, Kompetenzen, Know-how miteinander zu vernetzen. Und das wollen wir mit dem Netzwerk Alpines Bauen umsetzen, das ganze Know-how, das wir in der Region haben, bündeln und einfach nutzbar machen. Das Netzwerk Alpines Bauen wurde mit dem Start des EU-Projekts erweitert. Die Universität Innsbruck, die Handwerkskammer für München und Oberbayern und die Hochschule Rosenheim sind ab sofort mit an Bord. Damit die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit der alpinen Bauwirtschaft in Salzburg, Tirol und Bayern auch in Zukunft gewährleistet sind.